In diesem Video erzähle ich euch über den Satz des Pythagoras, der sehr interessant ist. Satz des Pythagoras. Wenn ihr länger mit der Mathematik beschäftigt seid, dann merkt ihr, dass es eines der grundlegenden Theoreme der Mathematik ist. Es ist nützlich in der Geometrie und es ist eine Art des Rückgrats der Trigonometrie. Ihr könnt es auch anwenden, wenn ihr den Abstand zwischen den Punkten berechnet. Es ist wirklich eine gute Sache, die ihr wissen müsst. So, genug geredet. Lass mich erzählen, was der Satz des Pythagoras ist. Nehmen wir an, dass wir ein Dreieck haben. Es sollte ein rechtwinkliges Dreieck sein. Das bedeutet, dass einer der drei Winkel des Dreiecks 90 Grad beträgt. Ihr bestimmt, dass das ein rechter Winkel ist, wenn ihr dieses kleine Kästchen malt. Dieser Winkel, lass mich die Farbe wechseln, ist 90 Grad. Oder wir können ihn einen rechten Winkel nennen. Ein Dreieck, das einen rechten Winkel hat, nennt man ein rechtwinkliges Dreieck. Das ist also ein rechtwinkliges Dreieck. Wenn wir die zwei Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks kennen, können wir immer dank dem Satz des Pythagoras der dritte berechnen. Und ehe ich zeige, wie all das funktioniert, lass uns mehr Termini lernen. Die längste Seite eines rechtwinkligen Dreiecks ist die, die dem rechten Winkel gegenüber liegt. Um die längste Seite herauszufinden, soll man zuerst den rechten Winkel bestimmen, dann sucht man die gegenüberliegende Seite. Die längste Seite wird die Hypotenuse genannt. Das soll man gut merken, weil wir uns noch darauf berufen werden. So können wir leicht die Hypotenuse erkennen. Lass mich noch ein paar rechtwinklige Dreiecke zeichnen. Sagen wir, dass wir so ein Dreieck haben. Lass mich das besser zeichnen. Nehmen wir an, dass wir so ein Dreieck haben und wir können sagen, dass dieser Winkel 90 Grad ist. Das ist in diesem Fall die Hypotenuse, weil sie dem 90 Grad Winkel gegenüber liegt. Das ist die längste Seite. Lass mich noch ein zeichnen, nur um sicher zu gehen, dass wir die Hypotenuse gut erkennen. Angenommen, dass das mein Dreieck und 90 Grad Winkel sind. Und ich glaube, ihr wisst, wie man das macht. Ihr sucht die Seite, die dem rechten Winkel gegenüber liegt. Das ist die längste Seite, das ist die Hypotenuse. Wir haben die Hypotenuse erkannt und nun erfahren wir, was der Satz des Pythagoras uns dazu sagt. Nehmen wir an, dass c die Länge der Hypotenuse ist. Nennen wir es c. Diese Seite nennen wir a und diese Seite b. Der Satz des Pythagoras sagt uns, dass a Quadrat die Länge einer kurzen Seite im Quadrat plus b Quadrat die Länge der anderen kurzen Seite im Quadrat gleich c Quadrat die Länge der Hypotenuse im Quadrat ist. Lasst uns eine Aufgabe lösen und ihr werdet sehen, dass es nicht schwer ist. Angenommen, dass ich so ein Dreieck habe. Lass uns zeichnen. Sagen wir so ein Dreieck. Das sieht so aus. Sagen wir, dass wir hier den rechten Winkel haben. Die Länge von dieser Seite, lass mich eine andere Farbe nehmen, ist 3. Und die Länge von dieser Seite ist 4. Wir sollen die Länge von Hypotenuse herausfinden. Ehe ihr den Satz des Pythagoras anwendet, solltet ihr die Hypotenuse ermitteln. Überzeugt euch, dass ihr die richtige Seite ermittelt habt. In diesem Fall berechnen wir die Hypotenuse. Wir sagen das, weil diese Seite dem rechten Winkel gegenüber liegt. Das ist unsere C. Das ist die längste Seite. Jetzt sind wir bereit, den Satz des Pythagoras anzuwenden. Und der sagt uns, dass 4 im Quadrat, eine der kurzeren Seite, plus 3 im Quadrat, Quadrat von der anderen kürzeren Seite, gleich der Länge der langen Seite im Quadrat ist.
Hypotenuse im Quadrat ist gleich c Quadrat. Ihr braucht dann nur c zu bestimmen. 4 im Quadrat ist gleich 4 mal 4, das ist 16. 3 im Quadrat ist gleich 3 mal 3, das ist 9. Und das alles ist gleich c Quadrat. Nun, wie viel ist 16 plus 9? Das ist 25. 25 entspricht c Quadrat. Wir ziehen die Wurzel aus beiden Seiten der Gleichung. Mathematisch gesehen könnte c auch negativ sein, aber wir haben hier mit der Länge zu tun, sodass wir nur positive Wurzel beachten. Wir ziehen die Wurzel aus beiden Seiten und erhalten 5 ist gleich c. Oder die Länge der längsten Seite ist gleich 5. Mit der Hilfe von dem Satz des Pythagoras kann man aus zwei gegebenen Seiten leicht die dritte berechnen. Und es spielt keine Rolle, ob es eine Kathete oder Hypotenuse ist. Angenommen, das nächste Dreieck so aussieht. Das ist unser rechter Winkel. Die Länge dieser Seite ist 12 und diese Seite ist 6. Und wir wollen die Länge dieser Seite herausfinden. Zuerst soll man bestimmen, welche Seite die Hypotenuse ist. Das ist die Seite, die dem rechten Winkel gegenüber liegt. Hier haben wir den rechten Winkel. Wir suchen gegenüberliegende Seite. Die längste Seite, die Hypotenuse, ist hier. Wenn wir den Satz des Pythagoras anwenden, erhalten wir a² plus b² ist gleich c². Wir können c durch 12 ersetzen. Das ist die Hypotenuse. c² ist die Hypotenuse im Quadrat. Ihr könnt auch sagen, dass 12 gleich c ist. Es spielt keine Rolle, welche Seite wir a und welche b nennen. Wir nennen diese Seite a. Sie ist gleich 6. Sagen wir, dass diese farbige b dem Fragezeichen gleich ist. Jetzt können wir den Satz des Pythagoras anwenden. a², die 6 im Quadrat ist, plus unbekannte b² ist gleich die Hypotenuse im Quadrat. Das ist gleich c² oder 12 im Quadrat. Jetzt brauchen wir b zu finden. Beachtet den Unterschied. Wir ermitteln jetzt eine Kathete. Im letzten Beispiel suchten wir die Länge der Hypotenuse. Wir haben c gesucht. Deshalb ist es sehr wichtig zu bestimmen, dass in dem Satz des Pythagoras c die Hypotenuse ist. Lasst uns b ermitteln. 6 im Quadrat ist 36 plus b² ist 12 im Quadrat. 12 mal 12 ist gleich 144. Wir subtrahieren 36 von beiden Seiten der Gleichung. Das wird weggekürzt. Auf der linken Seite haben wir nur b² ist gleich 144 minus 36. Wenn wir 30 abziehen, erhalten wir 114. Jetzt subtrahieren wir 6 und wir erhalten 108. Das entspricht 108. Jetzt sollen wir positive Wurzeln von beiden Seiten ziehen und wir erhalten, dass b gleich Wurzel aus 108 ist. Mal sehen, ob wir das vereinfachen können. Was können wir tun, um 108 in Primfaktoren zu zerlegen? 108 ist das gleiche wie 2 mal 54. 54 ist 2 mal 27. 27 ist 3 mal 9. Die Wurzel aus 108 ist das gleiche wie die Wurzel aus 2 mal 2 mal, ich bin noch nicht fertig. 9 kann als 3 mal 3 zerlegt werden. Wir erhalten 2 mal 2 mal 3 mal 3 mal 3. Wir haben ein paar perfekte Quadrate hier. Lass mich das ein bisschen ordentlicher umschreiben. All das kann ihr in den Übungen finden. Wir werden auf eine Menge von Beispielen stoßen, wenn wir den Satz des Pythagoras analysieren werden. Das ist das gleiche wie die Wurzel aus 2 mal 2
mal 3 mal 3 und mal Wurzel aus der restlichen 3. Das ist das gleiche wie, ihr braucht es nicht auf dem Papier zu machen, ihr könnt diese Dinge im Kopf rechnen. Was haben wir denn hier? 2 mal 2 ist 4, 4 mal 9 ist 36. Wurzel aus 36 mal Wurzel aus 3. Wurzel aus 36 ist 6. Alles wird auf 6 mal Wurzel aus 3 vereinfacht. Also die Länge b kann man als Wurzel aus 108 schreiben oder man kann sagen, dass die Länge 6 mal Wurzel aus 3 ist. Das ist 12, das ist 6. Die Wurzel aus 3 kann man als 1, noch etwas schreiben. Es wird ein wenig größer als 6 sein.